Hallo ihr Lieben, einen Happy Dienstag wünsche ich. So, Feiertage gut verbracht, ja? Alle noch da? Super, alle mal die Hände hoch. Jo, was soll ich sagen? Wir haben echt einen Mangel an Stoff, der uns gerade hier mal so richtig Schwierigkeiten bereitet. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dass wir zum einen, habe ich jetzt mal hier die Dinger aufgestellt, ne? Ich habe kein Personal. Ich muss das mal. Zuwanderung wieder ist aktiviert, okay. Na, dass wir hier mal gebrauchte Klamotten verkaufen. Und zum anderen habe ich auch über den Handel jetzt angefangen, Stoff einzukaufen. Na, dass wir das erstmal ein bisschen kompensieren. Gleichzeitig habe ich. Wo ist es? Da. Na, zwei Webereien jetzt hier nochmal hingesetzt, damit die Stoffproduktion da auch mal ein bisschen hochgeht, weil wir brauchen ja für die Klamotten. Brauchen wir Stoff und da schaut es echt mau aus. Maui. Ne? Das ist nicht viel. Ne? Und für die Möbel brauchen wir ja auch Stoff. Also von daher, ich schalte mal ein bisschen höher, dass das mal jetzt mal ein bisschen so anläuft, wenigstens mal. Ne? Wir haben hier nochmal eine zweite Schreinerei hingesetzt und ja, jetzt gucken wir halt mal. Jetzt lasse ich mal ein bisschen laufen und schauen, was passiert. So, dann sind wir ja hier immer noch lustig dabei. Na, kein Zugriff auf Waren, ja, das begleitet mich jetzt schon hier stetig. Ich würde sogar vorschlagen, dass mir hier, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. So, zack, drei Bewohner haben wir, das ist schön. Da ist doch schon mal was. So, zacki. So. Einfach mal hier so hingesetzt. Zack. Bauen. Perfekt. Dann können wir hier mal einen reinpflanzen. So, schauen wir mal. Wo sind wir denn hier? Keine Arbeit zugewiesen. Okay, das ist klar. Das ist klar. Schlechtes Wetter ist auch klar. Da. Da. Hä? Gibt da noch gar keine? Zack, zack. So, und dann waren sind sie schon wieder aufgebraucht. Na gut. Kriegen wir schon hin, ne? So, dann hole ich mir jetzt mal die ganzen Leibeigenen wieder an Bord. Pop. So. Zack. Ne, dann hätten wir das auch mal. Macht die Sache natürlich jetzt nicht besser. Aber was soll's. Ne? Das wird schon. Das wird schon. Hoffe ich mal. So, und dann habe ich ein bisschen mal so eure Kommentare überflogen. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt, dazu antworten. Ja, ich weiß, ich habe Urlaub und ich hätte eigentlich viel Zeit, aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? Kommt immer anders, als man denkt. So, und auf jeden Fall würde ich ganz gerne unbedingt mit der Honigproduktion anfangen. Und die würde ich allerdings fast gerne außerhalb setzen. Oder? Warte mal. Das machen wir jetzt mal anders. Wir ziehen jetzt erstmal hier den Hauptweg durch. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Zack. So, da haben wir die Fantasy-Mod. Zack. Dann brauche ich hier aber mal den mittleren großen Durchgang hier. So. Zack, dass wir einen breiten Weg haben. So. So. Ja. Ja. So. So, dann haben wir schon mal hier den ersten Zulauf. Gut, und dann brauchen wir eigentlich im Prinzip Schlafplätze, ne? Schlaf. So, das können wir doch eigentlich hier so randöppeln.
Oder ziehe ich das bis hier rein? Nee. Aber so schaut es auch irgendwie doof aus, ne? So gefällt mir das jetzt gerade mal nicht. Deswegen würde ich fast vorschlagen, wir machen das so. Ich muss mal gucken. Ich muss mal was gucken. Wenn ich das so reinziehe, dann macht sie das viel besser. So. Genau. So. Und den dann quasi einmal hier so rüber. So. Das gleiche machen wir mal da drüben. Muss ich wieder ausschalten. So. Einmal drehen. Einigermaßen gerade. Dann schauen, dass wir hier einigermaßen drin sind. So. Müsste passen. Ja, schaut gut aus. Schaut gut aus. Und dann wieder eins normal. So. Zack. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Sorry. Und dann müssen wir aber mal ganz kurz hier gucken. Und zwar brauche ich da das da. Dann setze das mal so hier so hin. Damit die Steine da verschwinden. Oh. Okay. Hä? Moment. Packen wir die mal wieder weg. Wo ist sie? Da. Zack. Zack. Ach, da kann... ich bin doof. Ich bin doof, ich hätte das nehmen sollen. Egal. Egal. So, das ist weg. Dann hier wieder aus. Drehen. So. 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 Zack. Und einmal so. So. Und so. Genau. So habe ich mir das nämlich vorgestellt. Und dann kann man das doch bestimmt hier hinten auch noch machen, oder? Snipp doch mal richtig. Hä, wieso snippen das jetzt so doof? Ach komm. Bloß weil es jetzt bergauf geht? Das ist dann nichts. Das will ich dann so nicht haben. So, und dann nehmen wir uns hier mal die Erweiterung. Außerhalb des Territoriums. Den baue ich halt erstmal da. Das lässt sich aber irgendwie jetzt... Ne, das müssen wir anders machen. Zack. So. So. Ich muss es hinten noch ein bisschen schöner machen. Dass es da anschließt. So. Wie schaut es jetzt hier vorne aus? Ja gut, dann gibt es da bloß einen Halbbogen, ne? Aber so kann man das mal lassen. Hätte ich gesagt. Okay, dann noch eine Tür dran, oder? Da haben sie jetzt wieder keine einfache Tür, ne? Natürlich nicht. Das schaut ja doof aus. Das schaut doch doof aus. Warum haben die eine einfache Tür, Kinders? Eine einfache Tür. Das wär's. Komm, wir machen das mal so. Dann mache ich das hier mal ein bisschen höher. So. Mhm. Ja. So geht das erstmal. So kann man das, glaube ich, erstmal lassen. Ja. So kann man das, glaube ich, erstmal lassen. Okay. Was bist du? Klosterzelle. Raumgröße 1. Wie schaut denn das aus? Wie doof schaut denn das aus?
Die Abtei, da will ich sowieso noch ein bisschen was anderes machen. Ja, warte mal hier, erstmal die Tür weg. Kann ich nicht? Doch. Kann ich bestimmt. Hier, da ist er doch. Löschen. Zack. Zack. Drehen. Dran. Höher. Speichern. Ja, so wird das langsam. Ja. Ja. Das wird gut. Das wird gut. Da würde ich sagen, da hauen wir jetzt dann eine schöne Tür hin. Zack. So, Tür dran. Und dann können die hier mal bauen. So. Dann wären wir da wieder einen Schritt weiter. Okay. Also ihr habt gemerkt, ne, also ich werde mich nicht an den Plan des Benediktiner. Oh Gott, heute mein Sprachzentrum ist sowas von jenseits von Gut und Böse. Ja, also ihr wisst schon, den Klosterplan, ne, den werden wir nicht realisieren, weil zum einen geht es hier relativ hoch, ne, und zum anderen, wenn ich das wirklich machen wollen würde, bräuchten wir massig Platz. Ja, massig. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal so ein kleines Klösterchen. Vielleicht reiße ich die Mauern auch wieder weg, weil es mir nicht gefällt. Mal gucken. Ne? Kriegen wir aber ja alles hin. Das bekommen wir doch alles hin. So, wir haben 8 neue Leute. Das bedeutet, dass ich jetzt hier mal ein bisschen durchziehen kann. Von wegen Jobs. Wie zum Beispiel hier. Zack. Zack. Der nächste bitte. Nein, hier nicht. Nein. Nein, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Was bist du? Nee, bräuchten wir alles einmal bloß als Deko gesetzt. Also gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Ne? So, zack, zack. Ich habe da noch irgendwo eingesetzt gehabt. Hallo. 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 Anscheinend doch nicht. Anscheinend doch nicht. Warte mal, ich habe doch hier noch irgendwo eingesetzt, oder? Da. Wieder schon einen rein? Nö. Siehst du mal. So, dann könnt ihr jetzt hier noch ein bisschen Klamotten verkaufen. Das passt dann. Stoff, wie schaut es da mittlerweile aus? Oh ja. Ja. Guck. Hier. Volle Kanne. Hier wird auch. Ja, guck mal, 71 Stoff, 97 Klamotten, es beruhigt sich langsam. Das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt, weil man kann jetzt eigentlich, glaube ich, auch wieder ausschalten, ne? So, schalten wir es mal wieder aus. So. Okay, das läuft. Das lasse ich jetzt mal ein bisschen laufen. Goldtechnisch gehen wir auch langsam nach oben. Zufriedenheitlich bei 94%. Wir haben fast 300 Bewohner. Das ist doch alles super. Das ist doch alles super. Das Spiel zickt auch noch nicht so rum. Ja, das ist doch ideal. Das ist doch ideal. So, dann kann ich hier mal wieder ausschalten. Jetzt haben wir die 300 voll. Zack. Zack. So, herrlich. Ja, perfekt. Gut. Da. Jetzt wollen wir mal einen Schluck Kaffee verdient, ne? Jetzt habe ich mir einen Schluck Kaffee verdient. So. Okay, Honig. Honig, Honig, Honig. Ja, der wilde Honig. Wo packe ich mir den hin? Eidedauz. Ich würde fast sagen, hier oben. Ne? Obwohl, wenn ich jetzt hier baue, dann will ich eigentlich mit der Klosteranlage hier so weiter runter. Dann würde ich fast vorschlagen, man muss doch hier. Ne? Pass mal auf. Pass mal auf.
Milch? Nö. Wein? Nö. Bienenzucht. So. Das machen wir uns jetzt hier richtig schön. Kleine Bienenzucht hin. Ja. So. Eins. Zwei. Machen wir mal drei Stück hin. Nein, da nicht. Da will ich haben. So. Ja, es ist nicht ein bisschen abseits, alles gut. Jetzt machen wir uns dann noch hier schicki. Ja, komm. Kann ich nicht bauen? Warum kann ich nicht bauen? Ich habe da eine Abtei. Hä? Ach. Na gut, dann lassen wir es erstmal angezeichnet. Ist ja auch nicht so schlimm. Na, ist das halt mal so. Das ist echt furchtbar. Na gut. Nun gut. Dann würde ich fast vorschlagen. Fast vorschlagen. Ich würde, glaube ich, die wieder zumachen. Wir lassen hier nur drei Tore offen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. So. Ja, komm. Dann brauche ich hier wieder Zacker. Zacker. Zacker, zacker. Na komm. Na, wo ist es? Wo ist es? Wo ist das Stückchen? Da nehme ich allerdings nur einen kleinen. Ist ja Nebeneingang. So, 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 so. So, so. So, 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 so. Hier drüben ist, da brauche ich es eigentlich nicht. Brauche ich das hier? Ich lasse es mal weg. Ich lasse das mal weg. So, zack. So, und dann hauen wir die Dinger weg. So, und dann muss ich jetzt wieder gucken. Das könnte jetzt was Längeres werden. Ach, guck mal. Ja, ist aber nur die Wandsäule. Ich brauche es Meiersche. Tor, Tor. Das Tor kommt weg. Löschen. So, und wenn wir hier schon sind, hauen wir das Tor auch weg. Da ist es. Zack, löschen. Und dafür machen wir dann ganz normale Mauer hin. So. So soll das sein. So. Einmal. Und hier drüben auch. Nee, so nicht. So. So, und dann reindrehen. Ja, komm. So. Zack. Bauen. So. Das gefällt mir, glaube ich, besser. Viel, viel besser. So, hier wird noch gebaut. Das wird wieder was Längeres werden. Das ist okay. Bin ich damit glücklich, wenn die da sind? Bin ich damit glücklich? Bin ich damit glücklich? Hätte ich die nicht da einsetzen sollen, aber dann. Nee, das passt schon.
Ich würde sagen, das passt. Ja, komm, das passt. Das ist soweit okay. Wie gesagt, das muss ja nicht dabei bleiben. Vielleicht haue ich die ganzen Mauern wieder weg und mache da wieder komplett was anderes hin. Momentan ist es eher so eine Ideenfindung und ich bin ein Freund davon. Ich fange irgendwas an, ne, beim Schönbau, und dann schaue ich mir das eine Zeit lang an. Wenn es mir dann nicht mehr gefällt, dann hauen wir es wieder weg. Ganz einfach. Ne? Nicht so schwierig. Nicht so schwierig. Weil ich finde, dadurch entsteht immer so eine schöne Symbiose aus gewollt und nicht gewollt. Ne? Wie zum Beispiel, eigentlich war das ja hier mehr oder weniger geplant als ganz ruhiges Landeck. Ne? Ja, ja. Kommt immer anders, als man denkt. Ne? Aber dadurch ist jetzt auch dieses so ein bisschen dieses Verwinkelte entstanden. Ne? Aus der Not heraus. Das finde ich einfach gut. Ne? Finde ich gut. Habt ihr genug Platz, Kinders? Soll ich euch mal ein bisschen mehr Platz machen? Komm, ich mache euch mal ein bisschen mehr Platz. So. Dann ziehe ich dich hier mal ein bisschen rüber. So. Du kommst hier hin. So. Und dann müssten wir eigentlich hergehen und sagen, hier komm, lass gut sein. Machen wir so. So, da müssen sie jetzt aber genug Platz zum Arbeiten haben, ne? Okay. Ja, perfekt. So soll das sein. So ist das schön. Ja, weil ich sehe es jetzt schon kommen, dass hier wird noch ein richtig ausgewachsenes Dorf wieder, ne, das dann irgendwann hier rüber schwappt. Ne, und dann, ja, aber ist halt so, ne? Wir haben ja noch genug Platz. Wir haben noch genug Platz, mein Rechner spielt noch mit. Apropos mein Rechner. Ja. City Skylines bringt mich an den Rand der Verzweiflung und ich bin jetzt mittlerweile der Meinung, dass es an meinem alten Rechner liegt. Na, irgendwie, so wie ich mir das vorstelle, wie ich es gerne spielen würde, packt er nicht mehr. Na, da steigt er mir komplett aus. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal ein bisschen weiter auf Foundation. Na, und ich würde liebend gerne dann lieber die Zeit nutzen, die wir jetzt zusätzlich haben, dass ich ab und zu mal ein Spiel anfange, was bei mir läuft, was gut läuft, was Spaß macht, ein paar Runden spielen, dann merke ich ja, ob euch das gefällt oder nicht, dann können wir da draußen ein zweites Let's Play machen, oder aber ich habe mal die Möglichkeit, ein bisschen andere Spiele auch noch zu spielen, ne? Weil ich spiele jetzt seit mittlerweile, ja, ich muss mal auf den Tacho schauen, ja, es sind jetzt doch schon über 300 Stunden Foundation, ne? Ja. Ne? Ja. Aber macht ja auch Spaß, ne? Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. So, dann könnten wir eigentlich mal hier mal nochmal gucken lassen, ne? Steinvorkommen, das ist so furchtbar. Was haben wir denn hier überhaupt? Haben wir da noch irgendeine Möglichkeit? Mein Gott, wir könnten so viel entdecken. Zack. Nein. Zack. Nein. Nein. Da bin ich mir sicher, dass da nichts dabei ist. Oder? Komm, da muss er nicht so weit laufen. Und wir haben wenigstens mal alles erforscht dann. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was erforscht. So. Okay. Gut, gut. Wie schaut es denn eigentlich aus mit unserem Eisenerz? 77, okay. 165 Eisen haben wir. Das ist schon mal gut. Haushaltswaren, wie schaut es denn da aus? 27, das spielt sich auch langsam ein. Wir haben 66 Wildschweine. Das ist ja auch schön. Ne? 300 Quarz. Ja, gut. Schön, dass wir es haben. Kohle ist genug da. Salz ist auf jeden Fall genug da. Honig, da kümmern wir uns ja gerade drum. Apfelwein, ja, nicht so wichtig. Äpfel auch nicht so, obwohl die könnte ich verkaufen. Die könnte ich eigentlich verkaufen. Das könnten wir machen. Irgendwo ein Apfelstand noch hin. Ja, am besten hier, ne? Hier, die laufen die eh die ganze Zeit vorbei.
Das wäre doch eine Möglichkeit. Komm, das machen wir. Hallo? Zaun? Da. Dann machen wir uns hier eine schöne freie Fläche. Und zwar so, so, so und so, so. Nee, so. Dann ziehen wir uns das ein bisschen hier rein. Zack. Und ich auch. So. Ja. Und dann haben wir doch garantiert irgendwo. Hatten wir das beim Markt? Ich muss mal gucken. Weil es hier mit dabei ist. Speicher halt. So. Hatten wir da nicht irgendwas? Wagen mit Honig? Nee, das war. Mensch, wo waren das jetzt wieder? Beeren, Brot, Fisch und Käse. Ich hatte doch irgendwo. War das hier gleich mit dabei? Nee. Mensch, wo war das jetzt wieder? Wo war das wieder? Apfel? Apfel. Apfel. Brauerei. Wo war jetzt dieser Karren? Karren haben wir nicht. Gut. Wo waren das drin? Bin jetzt doof? Bin ich jetzt doof? Warte mal. Moment. Gibt es da was Passendes? Die hat noch so viele. Luxus. Aber so einen Wagen habe ich mir eigentlich vorgestellt. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. War das hier mit dabei? Stonewalls? Nee. Nature Decorations? Da. Pack mal lieber das da hin. Das da kann wieder weg. Oh, jetzt habe ich... Da ist es. Gut. So, und zwar setzen wir uns doch mal hier Food. Food ist gut. Kommt da hier der Food. Der Food Truck. So. Einmal Footy. Ja. Zack. Einmal den Food. Denn Food tut gut. Food tut gut. Food tut gut. Setzen wir uns dann hier so schick hin. So. In der Hoffnung, dass ihr dann reinpasst. Aber ich denke mal, es passt. Bauen. So. Und dann hier. Hä? Wieso ist da schon jemand zugewiesen? Hä? Okay. Na gut. Okay. Dann ist es so. Mal schauen, ob da alles funktioniert. Schauen wir doch mal, ob das funktioniert. Ah, da ist ja jemand. Schön. Hallo, hallo. Und dann könnte ich doch hier eigentlich noch ein bisschen Deko. Deko. Deko mache ich über... Mach mal was hier. Komm. Zack. So. Haben wir denn ein paar so Fässer? Haben wir denn Fässer da? Fässer da? Fässer da? Da haben wir doch... Machen wir mal sowas. Zack. Zack. Dann haben wir doch bestimmt noch was anderes, oder? Hier, Fässer. Guck, Fass mit Beeren, Fass mit Trauben, Fass mit Hopfen, Fisch, Honig. Ne, machen wir so. So machen wir das. So. Stellen wir dann hier so hin. Dann bauen. So, das ist dann auch schon mal schicki. Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir auch noch hier ein bisschen das ein bisschen sichtbarer machen. Grasentfernung. Zwar so. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So. Ja. Viel besser. Viel besser. Der verkauft jetzt hier nichts, ne? Der hat auch keine Äpfel. Warum hat er keine Äpfel?
Burschi. Ich habe noch Äpfel hier in der Gegend. Hallo? Äpfel? Hier, guck mal. Brauchst du bloß welche rausholen? Hallo? Schauen wir mal, ob es jetzt schafft. Hallo. Ja gut, ich würde sagen, wir kümmern uns mal ganz kurz um hier um den Mönch. No. So, was will er denn haben? 50 Holz, das ist überhaupt kein Problem, aber ich will erstmal hier gucken. Stände. Stände, wie schaut's denn da aus? Arbeiterschaft und Klerus. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Klerus, da brauchen wir jetzt wahrscheinlich sowieso. Was haben wir denn hier noch? Nix mehr, ne? Kerzenmalerei, zusätzliche Gebäudeteile, okay. Aber ansonsten, Handelsbonus hätten wir hier noch. Hier hätten wir dann auch noch einen. Ja, machen wir mal Klerus. Machen wir mal den Klerus, klar. So, das kann wieder weg. Ja. Also ich finde unser Dorf jetzt mittlerweile so richtig schön gemütlich. Ne? Also da könnt ihr mir echt vorstellen zu leben. So beschaulich, ruhig. Ganz anders wie die heutige Zeit. Ach, schön. So. Hat er keinen Bock, ne? Hat er irgendwie keinen Bock? Nur die Frage, warum? Warum holst du dir keine Äpfel raus? Äpfel raus. La, da, 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 da. Schauen wir mal. Du musst Äpfel. Oh, hab ich. Doch, hab ich. Könntest du dir auch Äpfel holen, mein Junge? Hm? Wie ist es so? Ist hier nur um die Ecke. Das ist nur um die Ecke, mein Freund. Guck mal hier. Ganz, ganz tolles. Ne? Will nicht. Muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen, oder? Ich versuch's. Ich will's ja verstehen. Ich will das ja verstehen. Er holt sich keine Äpfel. Muss ich die einlagern? Aber ist das nicht das Lager hier? Lagerplatz voll. Ja, kein Wunder. Obstgarten, Arbeitsplätze. Lagertechnisch ist das irgendwie jetzt hier gerade nie so wirklich, ne? Warte mal. Gut, dann probieren wir es halt mal anders. Dann probieren wir es doch mal ein bisschen anders. Was haben wir denn gefunden? Oh, Eisenerz! Eisenerz! Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Da ist noch mal Eisenerz drin. Ja, feini. Feini, feini, feini. Da vergesse ich doch glatt mal die Äpfel. Halt, stopp. Hier. Ja, sage mal. Wie geil ist das denn? Muss angeschlossen werden. Ja, ich will ja. Lass mich. Ist an. Hier hinten. Da. Zack. Zack. So. Die werden schon klarkommen damit, ne? Schaut halt irgendwie so recht überlappend aus alles. Aber gut. Soll mir jetzt mal egal sein. Das soll mir doch egal sein. Tralalala. Eisenerz, lala. Verbesserte Maschinen, da brauchen wir die Manuskripte dafür. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Kran. So. Komm. Ja, komm. So. Zack, bauen. Genie. Sehr schön.
Sehr, 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 sehr schön. Äpfel. Äpfel. Wir dürfen das Problem nicht aus den Augen verlieren. Wo ist er? Da ist er. Holt dir deine blöden Äpfel. Jung! Äpfel holen! So. Okay, dann machen wir das ein bisschen anders. Dann machen wir es nämlich so. So, dann will ich mal was probieren. Da will ich jetzt mal was probieren. Zack, zack, zack. Zack, zack. Getreidespeicher. Sollte reichen. So, hier hingestellt. Gebaut. Eingestellt. Zack, aufgemacht. Und Äpfel einlagern. Damit die auch weiter produzieren können, die gutsten. So. So, dann bin ich mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Händler kommen, das ist schön, die brauchen wir jetzt gerade aber nicht. So, 100 Stück sind drin. 200. Wird er sich jetzt Äpfel holen? Na also, geht doch. Ja, easy. Easy peasy. So, Äpfel kaufen. Hallo. Kauft meine blöden Äpfel ab. Ja, 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 ja. Ein Apfel verkauft. Zwei Äpfel verkauft. Läuft. Läuft. Ja, schön. Schön. Fast schön. Fast schön. Ich brauche mal ganz kurz hier die Mod. So. Zack. Kleine Bäumchen. Die tun zu weit weg. Kleine Bäumchen. Hier so hin. So will ich das. So. Eins. Zwei. So einen hier hin. Jo. Jo. Ein bisschen aus dem Zaun raus. Zack. Und einen hier drüben hin. Bisschen gedreht. So. Zack. Weg. Weg. Bauen. So. Jawollo. Ach ja. Jetzt klappt das auch mit den Äpfeln, ne? Ja, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Sehr, sehr schön. Total vergessen habe ich zu machen, ist eigentlich auch da. So, ein bisschen Äpfel hier platzieren. So, hier ein bisschen. Zack. So, hier ein bisschen. Da hätte ich noch ein bisschen mehr gehabt, gerne. So, zack. Verlobst. Das Jute Verlobst. Kommt hier nochmal ein Verlobst hin. So. So. Haben wir da Fallops drin, dann haben wir hier Zierelemente, ganz wichtig, am Brunnen, die werden da gewaschen. Zack, 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 zack. Was bist du? Leer, ne? Du bist auch leer. Das brauchen wir nicht. Das haben wir dann schon, ne? Okay. So, na guck mal hin, ne? Na guck mal hin. Schon schaut es da schön äppelig aus. Obwohl, ich könnte eigentlich auch noch. Warte mal. Jetzt bin ich im Rausch. Jetzt bin ich im Rausch. Und die kann ich mal schön weit wegstellen. Machen wir hier einen hin, hier einen hin, hier einen hin, da einen hin. Dann schieben wir uns mal hier weg. Dann machen wir hier noch einen hin, da einen hin, da einen hin. Und dann nehmen wir uns einen leeren. Platzieren die auch noch zwischen rein. So, kommt ein bisschen Leben in die Bude hier rein. So, zacki zack. So, bauen. Na, guck hin, ne? Ja. So ist das schön. Ja. Passt. Passt. So, dann hat man das Problem erledigt. Wie schaut es denn hier aus? Ja, dauert. Das dauert, aber das war uns ja klar, dass das Kloster so lang dauert. So lang dauert. Das war klar. Na gut. Dann können die da in Ruhe bauen. Schon wieder?
Mönchlein. Was will er? Schon wieder. Oh, ich hab. Puh. Schau mal du. Fast vergessen, ey. So, hier kommt Klerus. Und gleich nochmal. Zack, ganz klein mitnehmen. Aber hebt da keinen Bruch. Huh. Flirtet der da rum? Guckt euch da. Erwischt. Aha. Aha. Mit der schönen Fischerin am Bodensee oder was? So, Techtelmechtel hier. Aha. Ja, das sind so die kleinen Dorfgeschichten, ne? Die sich dann rumtratschen. Okay. Ja, ich sag ja, ich muss echt hier mal wieder ein bisschen mehr Schönbau betreiben. Aber gut. Das kriegen wir auch noch gebacken mit der Zeit, ne? So. Ja, dann würde ich sagen, ne, haben wir es doch mal für heute wieder geschafft. Wir sind wieder ein Stückchen weitergekommen. Äpfel funktioniert jetzt wieder. Jawohl. Guck hier. 250 auch Lager. Alles gut. Hier wird Äpfel verkauft. Da können wir dann irgendwo noch so zwei Stände irgendwo so hinsetzen. Hier so verteilt ein bisschen. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Damit unsere Bewohner noch ein bisschen glücklicher werden, als sie eh schon sind. Ja, und dann ist das gut. Dann ist doch das gut. Ne? Okay, dann würde ich sagen, ne, wir sehen uns wie gewohnt in alter Manier am Donnerstag wieder. Ich freue mich auf euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstagabend. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass es mich gibt. Schön, dass es Foundation gibt. Also bis dann, Kinders. Tschüss.